relax and take notes. Meine lieben Outdoor-Freunde, wir haben gerade ungefähr 30 Grad draußen. Wir haben den 20. April, es ist verdammt heiß und deshalb laufe ich auch nur im T-Shirt rum. Habe eigentlich keine Ausrüstung dabei, außer einen Sammelbeutel, also einen Abwurfsack von Tasmanian Tiger, um da jetzt die ganzen Wildkräuter, die ich mir so sammeln will, einzupacken. Und ich ziehe mal los, guck mal, was wir heute so finden für euch und erkläre euch dann alles. Und ja, ich hoffe, ihr könnt wieder was lernen und wieder was mitnehmen. Wenn es euch gefällt, die ganze Reihe überhaupt, dann abonniert mich, gebt mir einen Daumen hoch. Ich freue mich darüber. Viel Spaß. Hier haben wir einen weiteren Vertreter der Schaumkräuter. Wie im letzten Video habe ich euch ja bereits gesagt, alle Schaumkräuter sind essbar. Dieses hier hat kleinere Blüten als das Wiesenschaumkraut. Und aufgrund des Platzes, den es besiedelt, und zwar einen ziemlich feuchten Boden, ziemlich schattige Position, gehe ich davon aus, dass es das Waldschaumkraut ist. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob es das Wald oder ein anderes Schaumkraut ist, aber da die Blätter jetzt auch wechselständig wachsen und ziemlich viel Blattwerk vorhanden ist und generell die Pflanze groß ist, sprechen viele Anzeichen dafür. Das Waldschaumkraut wird deutlich größer als die anderen Schaumkräuter, und zwar bis zu 50 cm hoch, wächst auch gerne zusammen in kleinen Büscheln, kann ganz genauso verwendet werden wie das Wiesenschaumkraut und ist hier auch in Nordrhein-Westfalen ziemlich weit verbreitet. Viele Gärtner kennen das auch. Jetzt kommen wir einmal zum Geschmackstest vom Wald- oder Gartenschaumkraut. Sicher bin ich mir jetzt nicht, welches Schaumkraut das ist, aber alle Schaumkräuter sind essbar, von daher gibt es hier keine Verwechslungsgefahr, mir kann nichts passieren. Und es schmeckt wirklich sehr ähnlich wie das Wiesenschaumkraut auch. Auch diesen leichten, scharfen Abgang. Finde ich aber sehr lecker, sehr erfrischend. Wieder mit einer Kressenote, also diesmal richtig extrem kresseartig mit sehr scharfem Abgang, aber sehr schmackhaft, muss ich sagen. Und da kann ich euch direkt noch was zeigen. Da muss ich mal kurz die Kamera umschalten. Hier sehen wir auch noch einen ganzen Teppich voll mit Wiesenschaumkraut, der hier richtig flächendeckend wächst. Und so meinte ich das im letzten Video auch. Kommt oft in so richtigen Flächen vor. Könnt ihr hier nochmal sehr gut sehen. Das als kleiner Nachtrag. Hier haben wir ein Beinwell gefunden. Der Beinwell ist leicht zu bestimmen, er hat wirklich großes Blattwerk und einen ziemlich fleischigen Stängel. Der Stängel ist innen hohl und rau behaart, auch die Blätter sind rau behaart. Das sind ziemlich gute Erkennungsmerkmale. Es gibt nicht allzu viele Pflanzen, die solch großes Blattwerk haben. Darunter zählen ja zum Beispiel noch die Klette oder vielleicht die Ampferarten, aber sonst gibt es nicht so viele. Hier sieht man die Haare ganz gut, aber das sind jetzt keine Gifthaare oder sowas, den könnt ihr bedenkenlos anfassen. Ist nur nachher beim Essen manchmal ein bisschen problematisch, zumindest bei den älteren Blättern. Bei den jungen Blättern ist das kein Problem. Der Beinwell kriegt später glockenförmige Blüten, die gibt es jetzt leider noch nicht zu sehen. Ich werde euch das Bild hinten anfügen. Kann dann in violetten und in weiß-gelblichen Blüten auftreten, so Glockenblüten mit so einem kleinen Griffel dran. Warum ist der Beinwell dann interessant? Der Beinwell enthält sehr viel Protein in den Blättern. Das ist auf jeden Fall sehr wichtig für Überleben in der Natur. Und man kann ihn als Breiauflage benutzen. Es heißt nicht umsonst Beinwell, denn der Beinwell ist eine wunderbare Heilpflanze, die bei Knochenbrüchen eingesetzt wurde und bei Prellungen, Verstauchungen. Eine Breiauflage hilft bei dem Zusammenfügen und Heilen von Wunden. Und das hat sich wirklich schon bewährt. Ich selbst habe auch schon die ein oder andere Breiauflage damit gemacht und es ist wirklich eine wirklich tolle Pflanze. Ihr müsst jedoch aufpassen beim Sammeln, da wirklich genau hingucken, denn ihr könnt ihn verwechseln mit dem roten und giftigen Fingerhut. Die ist wirklich eine richtig giftige Pflanze und deshalb passt gut auf. Die Blätter vom Fingerhut sind jedoch sehr weich und auch sind zwar auch behaart, aber ganz weich. Und der Beinwell ist kratzig, wirklich rau, kratzig, fast unangenehm. Aber die Blätter vom Fingerhut sind gezahnt und ihr seht hier beim Beinwell, die sind komplett glatt. Also dann könnt ihr eigentlich nichts falsch machen. Trotzdem sicherheitshalber mal erwähnt, passt da gut auf, nicht dass ihr da den Fingerhut einsammelt. Dies ist der gewöhnliche Gundermann oder auch Gundelrebe genannt. Das ist eine wirklich sehr aromatisch riechende Pflanze. Von weitem könnte man im ersten Moment denken, es wäre eine Art Brennnessel bzw. ein Taubnessel. Wenn man näher rangeht, sieht man diese Blüten, die sind sehr charakteristisch, haben so kleine Flecken. Und so Lippenblüten, die sind so unten in der Mitte einmal geteilt, deswegen heißen die Lippenblüten.
Der Stängel ist vierkantig, das kann man hier auch sehr gut erkennen, glaube ich. Leicht behaart und die Blätter an sich sind so rundlich, Nieren- bis herzförmig auch wieder. Eigentlich auch so ein bisschen wie die Knoblauchsrauke, bloß viel, viel kleiner. Die ganze Pflanze ist sehr klein und ist auch relativ schwer so auf der Fläche zu sehen. Man muss halt auf die kleine Färbung achten der Blüten. Und da sitzen halt an den Blüten, ist jeweils ein Blattpaar und da sitzen so zwei bis drei blau-violette Lippenblüten drauf. Könnt ihr jetzt hier ganz gut erkennen. Da sind so zwei zum Beispiel auf der Höhe, die dritte schon verwelkt. Ja, ist eine super Pflanze, kann man super verwenden. Verwechseln kann man sie nur mit dem kriechenden Günsel, aber den könnt ihr genauso verwenden, aber er ist nicht so aromatisch. Hier habt ihr nochmal den Größenvergleich der Pflanze. Also sie ist wirklich winzig. Ich zeige euch gleich nochmal von Weitem weg, wie das aussieht, wenn man auf so eine Fläche kommt, wo der Gundermann wächst. Hier haben wir sogar noch einen ganz kleinen Ehrenpreis dazwischen, sehe ich gerade. Hier könnt ihr nochmal sehen. Hatte ich in einem anderen Video thematisiert. Könnt ihr euch nochmal leicht erkennbare Pflanzen 5 angucken, falls ihr was über den Ehrenpreis wissen wollt. Ich zeige euch den nochmal kurz und erzähle nochmal weiter vom Gundermann. Der Gundermann war bei den Germanen auch sehr hoch angesehen. Gund kommt von Eiter und deutet darauf hin, dass die Vorfahren von uns, so sage ich mal, die Pflanze gegen Entzündungen eingesetzt haben und als Wundauflage. Und sind auch verschiedene Verwendungen als Hustenpflanze oder bei Entzündungen im Mund und Rachen. Also ist wirklich ein gutes Heilkraut und einen Tee davon zu trinken, kann auf jeden Fall nicht schaden. Deshalb werde ich das nachher auch auf jeden Fall mal tun. So, und auch den Geschmackstest vom Gundermann will ich euch nicht vorenthalten. Hier zeige ich ihn euch nochmal. Der hat wirklich Aroma, also boah, sehr intensiv. Puh, er ist irgendwie direkt, erinnert an so eine, an irgendwas gegen Husten, an so ein Medikament gegen Husten oder an so Hustenbonbon, würde ich schon fast sagen. So schmeckt das. Also hat so wirklich so einen medizinischen Geschmack. Sehr aromatisch. Also ich habe mir auch ein bisschen was eingepackt. In diesen Abwurfsack, den ich hier dabei habe, von Tasmanian Tiger. Und da werde ich mir nachher auch auf jeden Fall nochmal einen Tee kochen aus dem Gundermann. Ich denke mal, dafür ist er sehr gut geeignet. Mit so einem schönen Teelöffel Honig kann ich mir gut vorstellen, dass das auch eine ganz schmackhafte Sache ist. Damit kommen wir auch schon zum Ende der Folge. Ich würde euch nur sagen, ihr müsst nicht weit in den Wald stapfen. Ich bin auch hier an einem Wegrand unterwegs. Und hier könnt ihr alle Wildpflanzen auch finden. Also ihr müsst nicht zwangsläufig ewig weit in den Wald reinlatschen. Hier in der Umgebung, Wegränder, Waldränder, findet ihr auch immer gut Wildpflanzen. Schaut dann, dass ihr nicht direkt vom Boden nimmt, wegen, ne, je nachdem, ob das ein Hundegassi-Weg ist, dann eher von, ich sag mal, schwer erreichbareren Böschungen oder sowas. Aber ihr findet hier alles. Also ich sehe hier alle paar Meter Klettenlabkraut, den Ehrenpreis, Beinwell und all mögliche weiteren Wildpflanzen, die man so finden kann. Die ganzen Schaumkräuter, hier sprießt alles. Doch möchte ich euch nochmal kurz daran erinnern, bitte nehmt Rücksicht, nehmt nicht zu viel von den ganzen Wildpflanzen mit. Ne, gerade in dieser Anfangsphase vom Frühling, wo die ganzen Blumen und Blüten anfangen zu sprießen, sind die Bienen viel darauf angewiesen und auch andere Insekten. Also nehmt Rücksicht, nehmt ein bisschen was mit für einen Tee oder sonst was. Die Sammelphase leitet bitte ein, zwei Monate später ein, sodass die ganzen Bienen erstmal grundversorgt sind und noch viele alternative Pflanzen für die Insekten blühen, ja? So viel zum Thema Naturschutz. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Genießt die Sonne oder genießt das Wochenende. Alles Gute. Jetzt den Gundermann-Tee. Der schmeckt wirklich sehr aromatisch mit ein bisschen Honig. Echt eine richtig leckere Sache. Kann ich euch nur empfehlen. So kann man ihn zum Beispiel auch verwenden. Oder man isst ihn halt einfach. Oder man trinkt den Tee und isst ihn danach. Wie ihr wollt.